Yeah. Dear son, I'm spitting this before you fresh out. If I said I was blessed before, man, let's get in depth now. Give me a sec, yo, I gotta step out. The moment we saw the ultrasound, my heart skipped a step. Wow, the beauty of creation, I seen too much. The wonder how it feel to take your first breath for you. I would never go down. In gewohnter Umgebung wollte ich jetzt mal die A7 IV testen mit 35 mm. Und hier bockt nicht so. Nice. Die Bedienung ist noch ein bisschen anders. Also die Fokuspunktsuche ist ein bisschen anders noch. Aber das ist schon okay. Vielleicht kriegen wir ein krasses Bouquet hin. Mit 1,4er Blende. Okay. Übrigens, alle meine Bilder sind mit meinen Preset-Paketen bearbeitet. Link zur Webseite ist in der Videobeschreibung. Checkt das gerne mal ab. Ja, könnte. Kurz mal ein wichtiger Tipp. Ich habe eingestellt bei der A7 IV, dass er mir den Fokuspunkt anzeigt, wo der lag. Das ist hammergeil. Also wenn man im Nachhinein das Bild sich anguckt, kann man sehen, wo der Fokuspunkt ist. Krasse Reflexion hier. Hier steht eine krasse Corvette. Leider nichts an. Also keine Lichter. Aber ich versuche mal. So, ein bisschen heller noch. 1,40. Da wird schon Scharfes dabei sein. Hier sieht man das auch wieder. Da ist der Fokuspunkt im Nachhinein. Das finde ich richtig genial bei der Vierer im Vergleich zur Zweier, die ich jetzt hatte. Ich habe Auto-ISO an und einen Max von 1000. Ich stelle es jetzt noch mal ein bisschen höher auf 1250. Nice. Campus.
Shit. Kein Schaf. Nee. Wo sie nicht gerollt ist. Ja, ist okay, sieht geil aus halt mit dem Rauch. Ich habe jetzt extra mal halt genau das ausgewählt, wo ich halt fast oder öfters Fotos mache oder wo ich die Umgebung einfach super gut kenne, damit ich halt einen guten Vergleich habe. Also ich würde behaupten, der Autofokus ist schneller, aber ansonsten muss ich damit halt erstmal ja ein bisschen warm werden. Aber es ist von der Bedienung her genauso wie die 2er, wahrscheinlich genauso auch wie die 3er. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die Bilder relativ ähnlich sind zu denen, die ich sonst so mache. Aber es ist halt einfach ein bisschen Vergleich auch für mich gewesen, dass ich selber halt damit ein bisschen Vergleich habe zu meinen bisherigen Bildern. Ob es jetzt besser oder schlechter ist. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist besser. Autofokus, wie gesagt, ist wesentlich schneller. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.